Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Orange und ich mache heute weiter mit der Mission Das falsche Orakel. Wir sollen Midunamut aufspüren und ihn töten. In der letzten Folge haben wir ja eine kleine Nebenquest erledigt, wie oft schon. So, jetzt muss ich gerade gucken. Warum zur Hölle? Der muss ja hier dann hier sein. Tempel des Amun. Also müssen wir in den Tempel des Amun gehen. Also sind ja schon Level 4er dabei. Blub, 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 blub. Erleichtert sich. Da ist er. Schön ist, wir können auch quasi mit weniger Durchwände. Rein das ganze Ding. Also im Tempel war die Midunamut. Oh, du willst dich aber mit den Leuten, willst du dich aber auch ohne Problem anlegen, ne? Da hast du natürlich übelst Bock drauf, gerade auf der Nummer. Ja. Ist das hier mit Unamund, der Fünfer da oder dort? Na dann, auf geht's. Vorteil ist, dass ich diesmal etwas mehr Bögen habe. Pfeile habe vor allen Dingen oder mehr Kapazität habe. Na dann, gehen wir mal an die ganze Scheiße ran hier, wa? Ach, geh doch hoch. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nicht. Was? Schon erschöpft? Da bist du! Lasst mich frei! Meine Familie braucht mich! Ja. Klar, jedes Attentat hilft natürlich. Ich muss mich mal ein bisschen orientieren. So, jetzt geht's wieder weiter. Viel Gegner, so ein paar Gegner sind es auf jeden Fall. Tschüss. Jeder Gegner hier. Hier sind direkt mal zwei. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Bitte, lasst mich frei. Meine Familie braucht mich. Ich weiß nicht, ob die dann immer wieder aufstehen an einer gewissen Zeit. An uns kommt keiner vorbei. Ja, das kommt aber auch nur hier. Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts. Tschüss.
ja? Lasst mich frei! Meine Familie braucht mich! Soll ruhig herkommen. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Guck, guck. Das meinst aber auch nur du. So. Frage, muss ich's? Also ich könnte ja theoretisch wahrscheinlich sogar die einfache Variante machen, da hochklettern und den von oben holen. Versuchen's. Ist da unten, ne? Wieder rein. Er klettert! Schieß ihn runter! Wahrscheinlich war ich. Meduna ist tot. Bestätigen. Erledigt. Du bist zurückgekehrt. So ist es. Unrecht gut zu machen. Ich sterbe, mein Werk unvollendet. So kurz, oh, so kurz vor Einführung der Herrschaft, der Starken und Tugendhaften. Tugendhaft! Das Gewölbe verleiht uns die Kräfte der Götter. Was zählt da ein Junge? Was zählt ein Junge? Papo? Oh, oh. Sagen, wir haben ihn doch erledigt, oder nicht? Haben wir jetzt nochmal den Endkampf gegen ihn, oder was? Weil eigentlich ist er tot. So gerade. Wir haben mich eigentlich auch, wir waren schon ziemlich am Ende. Oh, so knapp. Hey, nochmal. Oase von Siva vor einem Jahr. Ey. Naja, nur ein Versuch. So treffe ich gleich zwei. Na klar. Clever. Gut. Hoch, Weste. Bereit? Ja. Oh, das war nur wegen dir, du. Nemo, komm her. Eine Hyänenhöhle. Eine echte? Ja. Los, geh voran. Das wird toll. Da sind 16 Hyänen und 16? Es ist dunkel und gruselig. Ach, weißt du was? Ich jage lieber noch mit meinem Papo. Du hast immer sofort Angst. Hey. Gehen wir auf eine echte Jagd. Ist gut. Kommt. Was jagen so. Wir denn? Bringe Kimo zur Steinbockherde. Steinbox für die Zeremonie. Du wirst neben dem Pharao stehen. Oder, Bayek? Du bist der Magi. Wenn ich Magi bin, stehe ich auch neben dem Pharao. Du wirst okay. Nie ein Magi. Du hast zu viel Angst. Das ist nicht wahr. Und was ist mit der Hyänenhöhle? Genug, ihr zwei. Der Sand ist so heiß an den Füßen. Manchmal fangen sie an zu brennen. Das macht dich schneller. Ich will, dass meine Füße brennen. Da vorne ist es. Kann ich mitkommen?
Deine Mutter wartet auf dich. Na gut, wir sehen uns bei der Zeremonie. Mach's gut. Die Erde ist in der Nähe. Wir wollen nicht irgendeinen Bock. Wir wollen... Wie sieht das aus? Perfekt. Mit großen Hörnern. Sei ruhig. Mach's gut. Senu! Senu! Komm zu mir! Wieso rufst du Senu? Shenzida sagte, ich soll ihre Federn stehlen, damit die Wiegezeremonie mich in die Gefilde der Binsen bringt. Okay. Anubis wiegt dein Herz mit einer Feder auf. Diese Wiegezeremonie kannst du nicht beeinflussen. Sie ist heilig. Das ist mein Lieblingsteil. Bleib unten. Sie werden uns sehen, wenn wir es nicht machen wie Amun, der Gott des Schattens. Ja, Papo. Wir sind die Verborgenen. Okay, das ist soweit. Oh nein, ich hab sie verscheucht. Nein, hast du nicht. Ist schon gut. Dann bleibt eben mehr Zeit für uns beide. Genieß die Reise. Treffer! Tat ihm das weh? Ein sauberer Blattschuss tut fast gar nicht weh. Holen wir uns den Pelz. Geklappt. Aber wir haben die Aufgabe. Wir haben den ziemlich zeitnah mit einem Schuss gemützt. So, stell doch jetzt. Orakel, bevor es dunkel wird. Eines Tages möchte ich einen Pfeil durch die Sonne schießen. Mach das doch. Kannst du. Dein Pfeil müsste nur zu Senu werden. Stell dir vor, alle meine Pfeile wären Senus. Dann würde ich wirklich alles jagen können. Wolltest du nicht mal den Pharao aus der Nähe sehen? Ja. Möchtest du mit mir an seiner Seite stehen? Darf ich das denn? Als mein Sohn und zukünftiger Magi, ja. Geil, das war eigentlich nur so versucht, man versucht einfach. Wir haben mal kurz ein Flamingo von Noah aus dem... Nun bedeutet es, dass wir alle Menschen Ägyptens beschützen. Nicht nur beschützen, sondern für ihr Wohlergehen sorgen. Oh, Papo, ich freue mich so auch, ein Magi zu werden. Why not? Du kennst alle Geheimnisse in Siva. Und was, wenn ich nie ein Magi werde? Natürlich wirst du das. Du bist mein Sohn. Aber ich habe immer Angst. Ich versuche tapfer zu sein, aber manchmal ist es schwer. Moment. Gehen wir da lang. Als ich in deinem Alter war, hatte ich auch manchmal Angst. Bring hier mit zum halber Punkt. Mein Großvater war ein berühmter Magi. Und er wollte, dass ich der Familie Ehre mache, wenn ich ihm nachfolge. Ja? Eines Tages nahm er mich mit hierher. Ganz oben sagte er etwas zu mir. Ein einziges Wort. Es änderte alles. Ein Wort? Ich überwand meine Furcht. Ich wusste, dass ich zu allem fähig sein kann. Was hat er gesagt? Das sage ich dir, wenn wir dort sind. Bist du da rüber, oder was? Okay. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da hochklettern können. Können wir da eigentlich jetzt hoch? Ja. Ich glaube, bei dem Teil ist es fast möglich, komplett immer hochzukommen. Bei Black Flag war es, glaube ich, nicht so. Da wollen wir hin. Zum Heimatpunkt. Ich bin jetzt ohne Heimat oder was? Welches Wort hat dein Vater gesagt? Spring. Denk nicht so lange nach. Spring. Ja, Papo. Hey, vertrau mir. Du kannst das. Ich kann und werde. Spring schon. Komm zurück, du bist nicht bereit. Ich kann das, Papo. Ich kann. Ah! Halt's Maul, du dreckiger kleiner Scheißer. Hilfe, helf mir. Das ist Shenzida. Was? Ich sag dir, halt's Maul. Lauf heim zu deiner Mutter.
Sorg dich nicht um Chenzira, ich kümmere mich um ihn. Menjai, Bayek! Los, geh! Ich hab Angst, ich will nicht allein nach Hause. Remo, sei doch bitte einmal nicht so ein Feigling. Scheint aber ein bisschen Ärger zu geben, wie gerade. Menjai, Bayek! Ja, ich bin der Menjai hier. Wer ruft nach mir? Steck deine Waffe weg und folge mir. Du hast gesagt, du willst nur mit ihm reden. Au! Konfrontiere die Soldaten. Was haben wir denn gemacht? Komm! Ja, bin doch schon unterwegs euch. Wer bist du, dass du mir befiehlst? Du Stück Scheiße! Vergeude meine Zeit nicht! What the fuck? Was haben wir denn gemacht? Ernsthaft? Wie stellt euch das? Was soll ich da machen? Ich soll. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Ein Ton und du bist tot. Wo wart ihr so lange? Wir wollten nicht gesehen werden, Herr. Wir haben uns versteckt. Folge dem maskierten Mann. Jetzt hast du eine Maske auf. Oder was? Aber was zur Hölle ist das für eine Nummer? Was jetzt gerade mit. Oh, dass du hier bist, Menjai. Es ist von großer Wichtigkeit, dass wir Zugang zum Gewölbe bekommen. Die sturen Priester weigern sich, uns zu helfen. Und wenn du eventuell aus Loyalität zum Orakel zögern willst, haben wir jemanden, der dich mit Freuden eines Besseren belehren wird. Wir können gerade herzlich wenig machen und ich sehe auch nichts. Hey, ja, ich sehe doch trotzdem. Ich sehe trotzdem nichts. Okay. Warte mal, ich sehe nichts. Helligkeit. Jetzt sehe ich ein bisschen was mehr. Was ist der Typ? Genug Verzug! Komm! Nö! Ich muss jetzt mal was sehen hier. Lass niemanden hier rein! Remo, bist du verletzt? Na los, mach's auf deiner Art. Haltet meinen Sohn darauf! Dein Sohn hat dir einiges zu erklären. Würde der Ibis ihm die Sphäre zeigen? Wir glauben, damit können wir das Gewölbe betreten. Wir verschwenden nur unsere Zeit! Der Junge ist verängstigt, ist schon gut. Papo, du musst ihm vom Gewölbe erzählen. Sie müssen wissen, wie man das benutzt. Als Magi musst du einen Hinweis oder eine Legende kennen, wie man es benutzt. Ich weiß gar nichts über dieses Gewölbe. Bitte haltet meinen Sohn daraus. Der Pharao wurde alarmiert. Wir werden aufrufen. Beeilung. Alter, was ist das für eine Nummer hier? Rede mit deinem Sohn. Ist das Gewölbe bei unserer Rückkehr nicht geöffnet, wirst du ihn nie wiedersehen. Ich tat, was du sagtest, aber... Ist schon gut, Sohn. Oder? Papo, ich hol ihn dir. Was? Das Messer. Remo, nicht! Wir werden uns was antun. Remo, sie werden... Remo! Was für eine Zeitverschwendung! Nein, Remo, Remo! Nein, komm! Sei abgelaufen!
Sag's uns! Ich weiß es nicht. Wir müssen weg hier. Ich schneide dem Jungen das Herz raus. Warte! Dann wird ihm das Totenreich verschlossen bleiben. Nein! Ich sag es euch! Wer will mehr Zeit gewinnen? Was soll das? Ja! Das ist doch Wahnsinn! Die Schlange nimmt das als deine Antwort. Ja! Oh, nein! Nein! Remo! Nein! Halt's Maul! Wir dachten, du wärst tot. Du konntest ja nicht mal deinen eigenen Sohn retten. Du bist ein Nichts. Bajek von nirgendwo. Vater von niemandem. Hier! Und hier! Und hier ist ein Niemand! Möge der Verborgene dich grüßen. Der Fürst Eduard erwartet dich. Krasse Nummer. Sehr gut, mein Freund. Unser Held kehrt zurück. Du bringst Freude nach Siva. Ich sollte nach Alexandria. Ich muss Aya sehen. Hab es doch nicht immer so eilig. Siva braucht nach wie vor seinen Magi. Du bist jetzt der Beschützer hier. Ich helfe dir nur gern dabei. Komm zu mir, wenn du sicher bist, dass du gehen willst. Wir trinken ein Bier auf unsere Freundschaft, ja? Relikt des Orakels, Questgegenstand. Sieht aus wie Fußball. Und der Ibis Mudunamon ist tot. Wir erreichen Level 6. Und erhalten einen weiteren Fähigkeitspunkt. So, die Frage ist, was lerne ich jetzt damit? Was haben wir hier noch? Handelsvertreter. Du kannst 10 Punkte mit 25% Gewinn verkaufen, okay? Brandbombe. Rettiere ist sogar schon cool, ja. Aber wir nehmen jetzt erstmal Parieren. So, sprich mich jetzt aber für sofort, du Siva verlässt. Möge Amun an deiner Seite sein. Das ist die nächste Mission in der nächsten Episode. Und dann sehen wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.